Die USA haben am Dienstag den Weg für Strafzölle gegen Firmen aus Großbritannien, Spanien, Italien, der Türkei und Südkorea freigemacht. Es befand sie wegen Dumpings und unerlaubten Subventionen bei Importen von Stahl und Carbonstahldraht schuldig. Sollten heimische US-Unternehmen dadurch Schaden erlitten haben, könnte das Ministerium für 5 Jahre Strafzölle von bis zu etwa 147,6% verhängen.